Maurice Jüngling kehrt zurück. Diesmal aber als Konkurrent. Der Ex-Center-Verteidiger der Wasserfreunde Spandau 04 spielt jetzt für den OSC Potsdam und trifft erstmals auf sein ehemaliges Team. Wird das Spiel ein emotionaler Wettkampf, in dem alte Freundschaften auf die Probe gestellt werden? Eins ist klar, Jüngling wird alles daran setzen, seine neue Mannschaft zum Sieg zu führen. Es macht Spaß, klar, so ein Spiel wie jetzt ist anstrengend, manchmal ein bisschen frustrierend, aber es macht Spaß. Es sind sehr viele talentierte junge Spieler, ich will denen ein bisschen was zurückgeben. Ich weiß, dass einige von denen wahrscheinlich auch noch eine bessere Karriere hinlegen können als ich. Karriere ist ein gutes Stichwort. Mit seinen 33 Jahren blickt er auf über 150 Länderspiele sowie zahlreiche Erfolge mit der Nationalmannschaft als auch mit Spandau zurück. Seine Wasserballreise begann jedoch bei der SG Schöneberg, bevor er vor 22 Jahren zum deutschen Rekordmeister wechselte. Dort durchlief er die komplette Nachwuchslaufbahn und schaffte 2009 den Sprung ins Männerteam, wo er sich rasch als Schlüsselspieler etablierte. Ich habe mit ihm 11 Saison zusammen gespielt. Wir hatten ganz viele Titel gewonnen. Ich habe nur Positives und ein sehr gutes Pitcher von Moppi. Und jetzt kann er zeigen, was in ihm steckt im Ligaspiel gegen sein altes Team. Spandau in den schwarzen Kappen eröffnet das Spiel mit einem fulminanten 5-0-Lauf. Geduldig warten die Gäste auf ihren ersten Doppeltreffer von Arne Hofmann. Unbeeindruckt zieht das Berliner Team weiter an und baut seinen Vorsprung dank präziser Abschlüsse auf 11:4 aus. Doch dann sorgt Jüngling bei seinem alten Team für Probleme, indem er mehrere Chancen des Rekordmeisters vereitelt. Alexander Chigir, Jünglingstrainer, verfolgt dessen Spiel aufmerksam. Schließlich kennen sie sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Wasserfreunden. Wir haben 6 im Lotto gewonnen, ist eine sehr schöne, gute Spieler. Ja, auch für mich ist es wichtiger, dass es auch mit den Jugendleuten gut umgeht. Im letzten Viertel steigern Jüngling und seine Teamkollegen ihre Leistung noch mal erheblich. Ferdinand Korbel markiert einen Treffer, während Arne Hofmann, der derzeitige Torjäger der Liga, einen Doppelpack erzielt. Obwohl die Gäste großen Kampfgeist zeigen und Spandau kaum Chancen bieten, müssen sie sich am Ende deutlich geschlagen geben. Am Ende 20:9 ist zu viel, wir machen viele leichte Fehler, aber ich glaube, der Einsatz stimmt eigentlich. Also ich habe gesehen, dass die Jungs gearbeitet haben, die wollten auch. Heute hat es halt einfach nicht sein sollen, dass wir ein besseres Ergebnis erzielen. Diese Begegnung zeigt, Maurice Jünglings Präsenz und Vielseitigkeit im Wasser sind für die Orcas ein wertvoller Gewinn. Für die Wasserfreunde bleibt er ein geschätzter Ex-Kollege, der der Liga aus einer neuen Perspektive seinen Stempel aufdrückt.